Ein Gedicht über die Terroranschläge gegen unsere Jamaat in Lahore, verfasst von Herrn Hedayatullah Hübsch. Sie hofften, unsere Augen zu trüben. Sie könnten brechen, glauben und lieben. Und wir würden zweifeln, wie von Gott verlassen und uns verlieren und fluchen und hassen. Sie hofften, unsere Augen zu trüben. Sie könnten brechen, glauben und lieben. Sie hofften, unsere Augen zu trüben. Sie könnten brechen, glauben und lieben. Sie dachten, mit Schießen, Bomben und Morden sich zu verdienen, Lob, Geld und Orden. Doch gegen euch richtet sich eure Gewalt, sagt im Koran Allah zu Herzen, die kalt. Denn von Anfang an ist es so gewesen, jeder kann es im heiligen Buche lesen. Die, die für Allah ihr Leben geben, werden im höchsten Himmel schweben. Die, die für Allah ihr Leben geben, werden im höchsten Himmel schweben. Die, die für Allah ihr Leben geben, werden im höchsten Himmel schweben. Jede Waffe wird stumpf, nun ist das Gebet, sagt unser Messias, Mohammeds Prophet. Das, wofür sie kämpfen, bringt keinen Gewinn, doch uns scheint die Sonne von Islams Sinn. Mit Schmerz wollten sie uns den Frieden rauben, doch stärker als je an Khilafat wir glauben. Sie wollten uns auseinanderreißen, doch Terror ließ uns einander schweißen. Denn von Anfang an ist es so gewesen, jeder kann es im heiligen Buche lesen. Die, die für Allah ihr Leben geben, werden im höchsten Himmel schweben. Die, die für Allah ihr Leben geben, werden im höchsten Himmel schweben. Die, die für Allah ihr Leben geben, werden im höchsten Himmel schweben. Sie hofften, der Jamaat den Tod zu bereiten und die Tür zu öffnen für zerstörende Zeiten. Doch Allah erhört der Opfer Gebete, dass die Wahrheit die Schlange der Lüge zertrete. Ihr Blut wurde nicht vergebens vergossen, unsere Tränen sind nicht vergebens geflossen. Allah hat uns den Sieg prophezeit, nichts kann ihn verhindern, seid dafür bereit. Denn von Anfang an ist es so gewesen, jeder kann es im heiligen Buche lesen. Die, die für Allah ihr Leben geben, werden im höchsten Himmel schweben. Die, die für Allah ihr Leben geben, werden im höchsten Himmel schweben. Die, die für Allah ihr Leben geben, werden im höchsten Himmel schweben. Die, die für Allah ihr Leben geben, werden im höchsten Himmel schweben. Die, die für Allah ihr Leben geben.
werden im höchsten Himmel schweben. Islam Ahmadiyya, Hazrat Muhammad Mustafa.